Hallo liebe Gitarrenfreunde, heute gibt es einen neuen Titel für euch und zwar Joe Cocker, Feeling Alright oder besser bekannt von dem, ja, dem Songschreiber Dave Mason, der diesen Titel geschrieben hat. Bekannt wurde er wahrscheinlich aber doch eher dann durch Joe Cocker. Der Titel ist ganz einfach zu spielen, ihr braucht diesmal bloß zwei Akkorde und zwar ist das diesmal der A-Dur und der D-Dur. Den Songtext könnt ihr euch am besten im Netz runterladen. Mit ein bisschen Übung kriegt man den eigentlich schnell drauf und kann ihn auch schnell üben. Ich reduziere mich jetzt hier wieder aufs Gitarrespielen, nicht aufs Singen, damit ihr ganz einfach dann dementsprechend diesen Titel nachspielen könnt. Also wir fangen ganz einfach an. Wir fangen an mit vier Abschlägen pro Akkord. Das heißt, ihr greift den A-Dur, ja, schlagt viermal ab. Was ihr nicht vergessen dürft, hätte ich fast vergessen, einen Cavulatta zu benutzen, und zwar im dritten Bund auf der Gitarre. Ihr könnt das Lied ganz normal spielen auf der E-Gitarre oder auf der Akustikgitarre. Das könnt ihr im Grunde selbst entscheiden, wie ihr möchtet. Spielt keine Rolle. Also zurück zu den Akkorden. Ihr braucht den A-Dur. Ja? Den schlagt ihr viermal ab. 1, 2, 3, 4. Auf D wechseln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist die ganz einfache Version. Also das ist wirklich für den Anfang, damit ihr erstmal in diesen Titel ein bisschen reinkommt. Ist ganz einfach zu spielen. Ihr könnt dazu dann auch ganz normal singen. Ihr könnt es auch ganz langsam spielen, damit ihr es lernen könnt. Also it seems to have to go to change of scenes. Cause every night I have the strangest dreams. Imprisoned by the way it could have been. Let me walk through it so it seems. I've got to leave before I start to scream. But someone's looked at all and looked the key. Und ich spiele weiter. I'm feeling alright. Not feeling too good, I said. Alright. So, der Text war jetzt nicht ganz richtig. Ich möchte da um Nachsicht bitten. Ja, ich habe den Text auch nicht auswendig gelernt vorher. Davon mal abgesehen. Ist aber auch gar nicht wichtig, weil es geht um den Song an sich, dass ihr ihn auf der Gitarre spielen könnt. Ja? So, ich wiederhole nochmal den A-Dur, viermal abschlagen. 3, 3, 4, wechsel auf D-Dur. 1, 2, 3, 4, A, D, A, D. Das war jetzt die ganz einfache Version. Ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn ihr die ganze Zeit immer nur Abschläge macht. Schlafen dabei viele Leute ein, wenn sie euch zuhören, dass mit dieses bisschen aufpeppen könnt und ein bisschen cooler sich anhört, könnt ihr es wie folgt spielen. Das ist also eine Schlagvariante, die ein bisschen mehr Pep reinbringt, wie ihr schon gehört habt. Ist auch nicht schwer zu spielen, ganz einfach. Auch wieder den A-Dur greifen. Also, ab, ab, auf, 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 ab. Ab, ab, auf, 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 ab. Ab, ab, auf, 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 ab. Ja, ganz einfach. Also, ab, ab, auf, 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 ab. Ganz schnell spielen im Grunde. Also ganz einfach,
Ihr merkt, ihr könnt in diesen einfachen Song mit nur zwei Akkorden wirklich ein bisschen Pep reinbringen, damit sich das Ganze ein bisschen cooler anhört. Ihr könnt an der E-Gitarre natürlich euren Verstärker noch ein bisschen peppiger einstellen, ein bisschen crunchiger, ja, ein bisschen härter noch die Sounds vergeben. Und dann ist das richtig ein toller Titel und der wirklich sehr einfach zu spielen ist. Wenn ihr dazu den Text euch noch anschaut, ja, und den auswendig könnt, dann ist das ein Titel, den ihr eigentlich, wenn ihr wirklich euch anstrengt, innerhalb von 2 bis 3 Tagen wirklich perfekt beherrschen könntet. So, falls es jetzt wieder Fragen gibt, einfach unser Forum benutzen, einfach auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt, auf gitarrenspieler.com. Wir haben ein kostenloses Forum, wo wir euch gerne weiterhelfen bei Fragen. Wenn irgendwas unklar gewesen ist, wenn ich was zu schnell erklärt habe eventuell, dann meldet euch einfach bei uns. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, zum nächsten Titel oder zum nächsten Riff, zum nächsten Video, was auch immer. Ich wünsche euch eine tolle Zeit mit eurer Gitarre. Macht's gut, euer Mike. Ciao, ciao.